WDR 3. Forum Hörspiel. Das Jesuskind in Flandern. Ein weihnachtliches Hörspiel nach der Erzählung von Felix Timmermans von Karl Jacobs. Die Regie hat Ludwig Krämer. In dem Rahmen und in den Landschaften unseres schönen und guten Flandern habe ich, der Dichter Felix Timmermans, mir die göttliche Erzählung vom Jesuskinde, seiner süßen Mutter und seinem guten Pflegevater vor Augen gestellt und sie durch etwas Schreibekunst mit großem Behagen ausgeschmückt. Dass ich die heiligen Geschehnisse in meiner Heimat und nur in ihr sich abspielen sehe, verdanke ich meinem Vater und Flanderns größtem Maler, Pieter Bruegel. Mein Vater war ein geborener Erzähler. Wir beginnen unsere Geschichten immer mit »Es war einmal«. Er begann »Ich war einmal«. Er war überall selber dabei gewesen, aber er trat kaum in den Vordergrund. Nur ab und zu einmal und dann stets im rechten Augenblick. Als der Wolf Rotkäppchen verschlingen wollte, kam der Vater des Weges und schlug den Bösewicht mit einem Beil tot. Am liebsten hörten seine 14 Kinder ihn in der Weihnachtszeit vom Stall zu Bethlehem, den Hirten, den heiligen drei Königen und dem Kindermord erzählen. Auch da war er dabei gewesen. Ich mag 12 Jahre alt gewesen sein, als ich im Museum zu Antwerpen Pieter Bruegel entdeckte. Da hingen die Volkszählung in Bethlehem, der Mord an den unschuldigen Kindern, die Anbetung der heiligen drei Könige. Und alles spielte sich inmitten unserer flämischen Landschaft, unseres Volkes, unseres Landes und unserer Bräuche ab. Ganz so, wie mein Vater seine Geschichten erzählt hatte. Es waren seine Schilderungen, die nun in der Erinnerung wieder Farbe gewannen. Ich war überglücklich. Mir war wie einem Kind, das plötzlich seine Eltern wiederfindet. Erstes Geschehnis, die Verkündigung. Maria, ein 18-jähriges Mädchen, liest andächtig in einem alten Buch. Ich bin eine Blume des Feldes und eine Lilie der Täler. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Liebster unter der Sonne. Unter seinem Schatten habe ich gesessen und seine Frucht ist meiner Kehle süß. Er bettet mich in Blumen und erquickt mich mit Äpfeln, denn ich ströme über von Liebe.
Guten Abend, Maria. Solche Schäflein lobt sich der Hirte. Am Werktag vor dem Klöppelkissen und sonntags im Gebet. Gelobt sei Gott, Herr Pfarrer. Ein schöner Tag und ein schöner Abend. Der Goldlack in deinem Gärtchen duftet schwer. Es liegt Segen darauf. Wie alt bist du, Maria? 18. Du solltest in ein Kloster gehen. In ein Kloster? Du wirst Frau. Da schleicht sich der Versucher ein. Wie leicht erliegt ihm ein Mädchen. Du bist allein auf der Welt. Mutter Anna ist tot und du hast niemanden, der dich behütet. Ich habe es bereits erwogen. Und wirst du die Gelübde ablegen? Gewiss ist es schön bei den weißen Schwestern. Ich gehe gern hin, wenn ich die Klöppelspitzen abliefere. Doch immer da bleiben? Nein. Nicht mehr durch die Felder gehen, keine Kräuter und Wasserlilien mehr an der Nähte pflücken, keine Freude mehr haben dürfen an Blumen, Sonne und Schnee. Das ist nicht gut für mich. Du solltest es trotzdem erwägen. Dein Herz ist fromm, den Frommen fällt alles leicht. Ich muss zur Vesper. Guten Abend, Kind. Und überleg es dir. Ich komme nach. Oh Gott, wie geschieht mir? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Fürchte dich nicht, Maria, denn Gott hat dich begnadet. Du wirst empfangen und einen Sohn gebären, dessen Name Jesus ist. Er ist des Allerhöchsten Sohn, der Herrscher auf dem Throne Davids. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten dich umschatten. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Worte. Wohin des Wegs, Maria? Du hüpfst ja über die Hügel, als wüchsen dir Flügel an den Füßen. Und deine Augen strahlen, als hättest du Gott in dir. So ist es, Mütterchen. Noch nie habe ich die Felder, die Erde und den Himmel so herrlich und so schön gesehen. Niemals war so viel Licht da und so viel heitere Farben. Oh, meine Seele preiset den Herrn. Warum sinkst du denn in die Knie? Ahnst du es nicht? Sieht alle Welt mir mein Geheimnis an? Während ich durch die Felder wandere, halten die Bauern auf dem Feld den Pflug an und ziehen ihre Mützen. Die Pferde drehen ihre Köpfe nach mir um und die Kaninchen hoppeln aus ihren Höhlen und begucken mich. Oh, Mütterchen, wie ist die Welt verwandelt, wenn unsere Sehnsucht sich erfüllt? Du bist die Auserwählte. Ich habe das Kind in mir hüpfen gefühlt und mich aufgemacht, meiner Base Elisabeth und Josef die frohe Kunde zu überbringen. Sieh, wie die Schwalben dein Haupt umkreisen, die Nachtigallen schlagen und überall steigen die Lerchen auf. Das geschieht um des Herrn willen, den du trägst, um dich zu grüßen, die Auserwählte unter Tausenden, die reich Begnadete. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlocket in Gott, meinem Heilande. Er hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd. Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Großes hat an mir getan, der da mächtig,
und dessen Name heilig ist. Halleluja. Da ist ja Elisabeth. Elisabeth! Elisabeth! Maria! Ich komme! Gemach, Gemach! Oh, sie kann nicht stürzen. Ein Engel hält die Hände unter ihre Füße. Elisabeth! Maria! Liebste Base, sei willkommen! Hast du gehört, Elisabeth? Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Schoßes. Ich habe gefühlt, dass du nahtest, denn das Kind unter meinem Herzen hat vor Freude gehüpft. Elisabeth! Ja, endlich hat uns Gott erhört. Ihr Glücklichen! Gering neben dir. Du bist selig. Denn alles wird geschehen, was der Engel dir verkündet hat. Zacharias, sei gegrüßt. Nein, fall vor mir nicht auf die Knie. Was fehlt dir, Zacharias? Gott hat ihn mit Stummheit gestraft. Er hat an des Engels Worten gezweifelt, als er uns die Geburt unseres Kindes verhieß. Es wird dauern, bis ich gebäre. Arme Zacharias. Hole Äpfel aus dem Keller und einen Krug braunes Bier. Ja. Denn dieser Tag ist wunderbar. Maria, wir essen gleich. Es ist Fastenzeit, da habe ich nur ein wenig Suppe und Kartoffeln mit gebräunten Zwiebeln. Aber für dich schneide ich Schinken in die Pfanne und schlage ein paar Eier hinein. Was euch genügt, ist mir schon zu viel. Gleich musst du mir erzählen, wie alles geschah. Gern. Warst du bei Josef? Nein. Du hast ihm doch seitdem gesprochen. Nur einmal ganz kurz. Er kommt gleich hierher. Der Pfarrer hat ihn bestellt. Er soll die Figur des Propheten Jonas flicken. Ob Josef es weiß? Gewiss. Du musst dich nun mit Josef trauen lassen. Weshalb weinst du? Ich kann mich keinem Mann antrauen lassen. Ich habe noch nie daran gedacht. Du brauchst keine Furcht zu haben. Er wird dein Magdum achten. Er verlangt danach, mit dir nach dem Gesetz zusammenzuwohnen. Er besucht dich nicht, weil er keinen Klatsch aufrühren will. Sprich bald mit Josef, dann wird er wieder froh. Die Ehe ist ein Segen. Komm ins Haus, Liebste. Guten Tag, Herr Pfarrer. Tag, Josef. Bester Freund, der Jonas steht schon hier. Du machst ihn am besten gleich fertig. Er ist ein ungeschlachter Kerl und wenn wir den durchs Dorf schleppen, geht er ganz in die Brüche. Was fehlt denn dran? Wir kriegen die Gicht, wenn wir alt werden. Erdenholzwurm. Aber du musst ihn bald machen. Ich hätte ihn gern zu meinem Priesterjubiläum wieder auf dem Altar stehen. Ich will's versuchen. Vor einer Woche habe ich schon einen Messknaben zu dir geschickt. Hast du gar nichts von dir hören lassen? Mag sein. Du bist jetzt immer in Gedanken. Das hört man hin und wieder. Nun, was bedrückt dich denn? Komm, erzähl mir mal gerade raus, was für ein schweres Päckchen du auf dem Gewissen trägst. Na, Josef, Kerl, ich weiß alles. Ich habe keine Schuld, Herr Pfarrer. Dann hätte also Maria, die ich für ein unschuldiges Lämpchen gehalten habe... Nein, 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 Maria ist rein wie der Schnee und weiser als die Sonne. Hast du mit Maria gesprochen? Das konnte ich nicht. Vor Glück. Was willst du also tun? Das weiß ich nicht. Ich grüble ganze Tage nach und kann doch zu keinem Entschluss kommen. Nach dem Gesetz müsste ich Maria heiraten, aber nicht vor meinem Gewissen. Geh hin und sprich dich mit ihr aus. Das Grübeln taugt nicht. Nein, das kann ich nicht. Das hieße sie beleidigen. Es geschieht da etwas Wunderbares. Nur weiß ich nicht, was es ist. Ich bin zwar nur ein bescheidener Dorfpastor und will meinen Verstand und meine Kenntnisse in göttlichen Dingen nicht mit den berühmten Gottesgelehrten der Stadt Löwen messen. Aber ich nehme die Dinge, wie sie sind. Und mein Verstand sagt mir klar wie Pumpenwasser, dass du dich selber fest am Nacken packen musst. Heirate oder heirate nicht. Aber dann soll auch jedermann erfahren, warum nicht. Du darfst dich nicht dazu hergeben, dass die Leute dich ohne Grund durchhecheln. Lasst mich noch einmal darüber schlafen. Tu das, Josef. Aber vergiss mir den Jonas nicht. Und berechne ihn nicht zu teuer. Du weißt, wir sind eine arme Pfarre. Bis bald.
Josef, komm herein. Denke dir, Maria ist gekommen, ganz unverhofft. Was hast du? Freut es dich nicht? Grüße, Maria. Ich mag jetzt nicht. Ich kann nicht. Noch nicht. Bleibe hier. Du musst gut zu ihr sein. Du darfst sie nicht verletzen. Es ist ja so wunderbar. Ihr seid auserwählt. Ich nicht. Ich bin nicht auserwählt. Ich weiß gar doch, nicht... Doch, doch. Du auch. Komm herein. Nein, lass mich. Es ist... Ich weiß nicht, wie ich ihr entgegentreten soll. Guten Tag, Josef. Du weißt, dass ich da bin und du willst fort. Kleingläubig bist du. Es ist Gott selbst. Der Engel hat es ihr verkündet. Gott? Gott? Das Kind ist Gott. Gott wird in dir, in einer Jungfrau, Mensch. Josef. Und ich? Ich darf sein Schutzherr und Pflegevater sein? Lass mich das erst begreifen. Das ist schwer für einen Mann. Bist du nun wieder froh? Ja. Ja, das ist groß. Das ist ein köstliches Geheimnis. Es ist ein unbeschreibliches Glück. Ich sehe Welt und Himmel für uns offen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Das macht mich selig über alle Maßen. Lass mich vor dir auf die Knie sinken. Josef, lieber Josef. Zweites Geschehnis: Die Herbergssuche. König Herodes befiehlt allen seinen Untertanen, soweit sie in den Grenzpfählen seines Reiches wohnen, sich Sonntag, den 25. Dezember, in der Gemeinde, aus der das Haupt der Familie stammt, schätzen zu lassen, auf dass seine durchlauchtigste Majestät weiß, wie viele Seelen in seinem Lande wohnen. Wer dem Befehl nicht folgt, verliert sein Eigentum und wird gezüchtigt. Einer sage es dem anderen. Mach voran, Schreiber! Spute deine Feder! Wir wollen auch zum Bier! Ich werde mir doch die Hände wärmen dürfen. Ach. Hab seit dem frühen Morgen auf dem Markt gesessen und Namen in die Listen eingeschrieben. Verflucht kaltes Nest, dieses Bethlehem. Na, gleich schlägt es 6 und du packst deinen Krempel ein. Wir wollen nicht umsonst gewartet haben. Ich komm ja schon! Ich komm ja schon. Na, endlich. So. Dein Name, Tölpel? Er fragt dich. Holzkopf! Hä? Träum nicht! Ach, ich hab mörderisch kalte Beine. Ich bin 6 Tage hergewandert. Von Hof und Arbeit weg. Durch Wälder, wo die Wölfe heulten. Und über vereistes Land. Mit meiner Gicht, mit diesen krummen Knochen. Wozu? Zu nichts und wieder nichts. Was kümmert den Herodes, wie viele ihm untertänig sind? Ja. Er hat doch keine Liebe für uns Flamen. Wenn er es wagte, Staff, das glaube mir. Was? Wenn er es wagte, er schickte 10.000 wackere Flamen in den Kanal und gebührte der Flut, dass sie über uns zusammenschlüge. Ja, ja. Die Zeit ist schlimm. Auna, ein Komet erscheint am Himmel. Nur 3 Zentimeter. In Mecheln hat es Blut geregnet. Seht da die beiden, den alten Mann und seine junge Frau. Die kommen auch im letzten Augenblick. Eilt euch, ihr beiden. Immer hinten angeschlossen. Ich wünschte dem Herodes, dass er einmal so mörderisch kalte Beine hätte. Tja. Wir sind da, Maria. Wir kommen gerade noch zurecht. Ich fühle, dass ich heute noch gebären muss. Da ist ein Feuer. Komm, setz dich und wärme dich. Ich schließe mich bei dem Schreiber an. Hey, Knirps, komm her. 6 Cent für gutes Audenader Bier. Mach weiter, du! Frechheit! Ich will hier weg! Ich friere mörderisch an den Beinen! Du wartest bis zuletzt! Da schreib!
Wilhelm Van der Beck aus Bethlehem. Sonst schlag ich dich mit meinen Schmiedefäusten in den Boden. Oh, oh, oh. Mach doch. So. Wilhelm Van der Beck aus Bethlehem. Da stehst du schwarz auf weiß. Warum nicht gleich so, hä? Angst hat er, Hosenscheißer, Schreiberling. Na, warte. Ich bin im Löwen von Flandern. Ich komme nach. Ratzknecht, pack den Schmiedelümmel. Wirf ihn in den tiefsten Kerker. Zu Befehl, Herr. Lass mich. Du, lass mich los, du. Brüll nur die Ratten und die Kröten an. Wo du hinkommst, da hört dein Zetern keiner. Ach, wenn ich dich kriege, Schreiberseele! Vor dir bin ich lange sicher. Der Nächste. Guten Abend, Herr Pfarrer. Ja, hast du dein ordinarer Bier verkauft, Peter? Hier ist gleich Schluss. Sie sitzen alle in den Schenken. Ich will mir nur die Hände wärmen. Das will ich auch. Der Tag war grimmig kalt. Und erst die Nacht. Da friert es Stein und Bein. Hm. Rückt ein wenig, Frau. Gelobt sei Gott, Herr Pfarrer. In Ewigkeit. Von weit her, gute Frau? Von weit. Es ist beschwerlich in dieser Jahreszeit. Aber Gott ist mit den Reisenden und Mühsal ist der sicherste Schlüssel zum Himmel. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ich danke euch. Gott sei Dank, die schwere Arbeit ist getan. Ich habe mir die Finger krumm geschrieben. Aber es hat sich gelohnt. Nun schreibt uns noch als Letzte auf. Eure Papiere. Oh, aus Davids Geschlecht. Das habe ich nicht geahnt. Ich hätte euch sonst den Vorrang eingeräumt. Ach, es macht nichts. Das ist eure Frau? Ja, da am Feuer. Aus Nazareth. Maria. Ich schreibe auf. Ihr kommt weit her. Mhm. Es ist sehr kalt. Ich danke euch sehr. Hä? Keinen Pfennig Trinkgeld? Und sowas ist aus Davids Haus. Geiz, Geiz, du stinkst. So, wir sind eingeschrieben. Das König Herodes Gebot ist erfüllt. Worüber sinnst du nach? Ach, die Stadt der Väter ist mir fremd geworden. Ich kenne niemand mehr. Ich bin müde. Müde. Ich will fragen, wo man uns beherbergen kann. Ihr seid doch ein guter Mann, Herr Schreiber. Wisst ihr keine Unterkunft für mich und meine Frau? Nein, Josef, Zimmermann aus David-Geschlecht. Die Herbergen sind überfüllt. Wenn du deinen Geldbeutel den Hals zuschnürst, wirst du in der Gosse übernachten müssen. Ich bin bange, Josef, dass ich dem Kindlein keine Mutter bin. Ich schmelze hin vor Glück. Aber da nun die Stunde naht, fürchte ich, dass ich die Last nicht tragen kann. Ich weiß doch so wenig, so wenig. Du sorgst dich um nichts. Meine Mutter sagte immer, Mutter sein braucht man nicht zu lernen. Und wenn auch die Zeiten trübe sind und ich keine Arbeit habe, so habe ich doch gar keine Angst vor den Tagen, die kommen. Wenn der Himmel uns das Kindlein schenkt, wird er auch sorgen, dass es satt wird. Ich glaube, dass es ein süßes Kindlein wird. Ich werde es so gern haben. Ja, warte hier. Wenn in den Herbergen kein Platz ist, dann gehe ich zum Bürgermeister. Er ist ein Schulfreund von mir und wird mir schon sagen, wo wir unterkommen können. Verwünschtes Volk! Wer stört mich noch so spät in meiner bürgermeisterlichen Ruhe? Ich bin es, Josef, der Zimmermann. Ich bin mit meiner Frau von weit her gekommen. Wir suchen eine Unterkunft. Wer? Josef? Zimmermann? Ja. Da könnte jeder kommen. Aber ich bin doch dein Schulfreund. Schulfreund? Ja. Ich erinnere mich nicht. Meine Frau wird heute Nacht gebären. Ach, scher dich zum Teufel! Ich hab das Haus voll Gäste! Es war nichts. Ach. Was nun? Frag doch beim Pfarrer an. Er ist ein freundlicher Mann. Vielleicht weiß er eine Unterkunft. Ja, versuchen wir es. Es ist die letzte Hoffnung.
Wenn er Nein sagt, weiß ich nicht, wohin wir gehen sollen. Was gibt es, gute Leute? Um Gottes Segen, habt ihr nicht für meine Frau ein Obdach? Wir haben kein Asyl. Ich bin Josef, der Zimmermann, aus Davids Geschlecht. Ich bin mit meiner Frau weit her zur Schätzung gekommen. Und wir finden kein Unterkommen. Und sie wird diese Nacht gebären. Was? Philomene! Ja? Bring zwei dicke Butterbrote. Ach, das noch am späten. Na ja, ich mach schon. Eure Lage dauert mich. Indes mein Haus ist nicht groß. Bethlehem ist eine arme Gemeinde. Wenn ihr mit den Leuten freundlich redet, die nehmen euch schon auf. Versucht es nur einmal. Ich wünsche eine gute Nacht. Hier sind die Butter. Schön. Da habt ihr zu essen. Wir sind keine Bettler, Herr. Dann nicht. Maria, ich suche nach Worten, um dich zu trösten. Aber Trost ist billig und unsere Ohnmacht grenzenlos. Wollt ihr kein Augennaderbier? Das letzte noch. 2 Cent. Ach, Junge. Junge, weißt du keinen Platz, wo wir nächtigen könnten? Sieh mal, diese Frau ist krank und... Das wüsste ich schon, wenn ihr mit einem Stall vorlieb nehmen wollt. Ja? Es stehen Bienenkörbe darin, aber er ist trocken und mit warmem Heu ausgelegt. Ach, wo ist er? Drüben, hinterm Bach. Kommt mit, ich führe euch hin. Drittes Geschehnis, die Hirten. Da und da und das. Na, was sagt ihr dazu? Lauter Trümpfe, Donnerwetter. Aber jetzt ist Schluss, Ratzekarl, Schluss. Bedienen. Verdammt, oh, für dich. Und noch einmal bedienen. Das ist viel Pech auf einmal. 68 für mich, du gibst. Da, sauf. Oh, er schlibbert uns den ganzen Krug leer und wir gucken in den Mond. Da oben steht mein Stern. Oh, habt ihr gesehen, das Wetter leuchtet? Es kann nicht Wetter leuchten. Der Himmel hängt voll Sterne. Ich möchte schwören, dass ich's gesehen habe. Los, du fängst an. Lass doch, dem Binus machst du nichts weiß. Der kennt sich am Himmel besser aus als in seiner Rocktasche. Da, für mich. Da jetzt. Jetzt meine ich auch, ich hätte es Wetterleuchten sehen. Ach, ist doch egal. Für mich. Schon wieder. Ja, Schippenbauer. Ich passe. Hier, Herzass. Halt du. Wenn es auch blitzt, gemogelt wird nicht. Da siehst du, dass es Wetterleuchtet. Was bedeutet das? Weltuntergang? Ich habe Angst. Der Stern. Seht da den Stern. Der Stern mit dem Schweif. Der Stern. Der Komet. Vater, was bedeutet das? Er war schon einmal da. Der gleiche Kopf von wirbelnden, glühenden Regenbogenfarben. Der stolze Schweif, in dem die Funken wimmeln. Und zarte Pfauenaugen darin. Mir ist, als wenn er Tod und Unglück ankündigte. Binus. Binus muss es wissen. Fragen wir den alten Binus. Ja. Du hast Prophetengabe, Binus. Du kennst dich in den Schriften aus und weißt die Geheimnisse der Schafe und der Bienen. Sag, was bedeuten diese Wunder? Der Stern erscheint zum zweiten Mal. Er kommt, uns etwas zu verkünden. Alle Sterne mit Schweif kommen, um uns etwas zu verkünden. Ich glaube, dass wir es heute noch erfahren werden.
Wird es Krieg sein? Oder die Pest? Oder Hungersnot? Geht auch die Welt nicht unter? Er steht zum zweiten Mal im Osten. Er steht zum zweiten Mal über Bethlehem. Es ist der gleiche Stern. Und? Ich glaube, dass sich große Dinge in Bethlehem ereignen. Fürchterliche Dinge. Lass Binus doch zu Ende denken. Ich setze nie wieder den Fuß in das Teufelsnest. Dass Bethlehem eine verfluchte Stadt ist, steht schon in alten Chroniken geschrieben. Der Ludwig aus Gent, der mit seinem Planwagen vorbeifuhr, hat mit eigenen Augen gesehen, wie man eine Frau, die jede Minute ein Kind bekommen konnte, zur Tür hinauswies. Niemand wollte sie aufnehmen. Ein alter Mann war auch dabei. Ist das nicht eine Schande? Wo mögen die armen Leute jetzt sein? Ja, wo mögen sie jetzt sein? Weiß Gott, vielleicht stapfen sie noch im Schnee. Wenn sie doch hier vorbeikämen, das Kindlein würde es schön warm haben zwischen unseren Schafen. Horcht, überall krähen Hähne. Kinder, Kinder, was wird bloß geschehen? Seht doch die Schafe, sie sind alle aufgestanden. Und schau nach Osten. Hört ihr, wie die Bienen summen? Da an der Weide fliegt ein Schwarm. Lasst uns aufbrechen. Ich fürchte mich. Binus steht ganz ruhig da. Ich höre Musik. Das ist der Blinde in der Scheune. Nein, das ist der Blinde nicht. Der Blinde ist es auch. Aber es spielt noch jemand. Hoch oben in der Luft. Da kommt der Blinde ja heraus. Fahr nicht, Blinder. Hier, nimm meine Hand. Wer spielt denn da so schön? Der Stern mit dem Schweif ist wieder da. Wo? Da oben. Du kannst dem Blinden doch nichts zeigen, Dummkopf. Der Stern steht über Bethlehem, Jodokus, und leuchtet wie der Mond. Macht er die schöne Musik? Freunde, es wird etwas Großes geschehen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht das Ende der Welt. Aber lasst uns nicht bangen. Wir haben einen guten Glauben. Und alles, was über uns kommen kann, geschieht um eines Besseren willen. Kniet nieder. Denn meine Worte vermögen nichts und haben ihre Kraft verloren. Ich kann nicht beten. Mir fällt nichts ein. Hast du Angst? Wer hätte keine Angst? So betet mit mir. Gott ist unsere Zuflucht und Kraft. Eine Hilfe in den Nöten, die uns heimgesucht haben. Darum wollen wir nicht fürchten, wenn die Erde stillsteht und die Gebirge in das Meer versinken. Der Herr der Kraft ist mit uns, unser Schutz, der Gott Jakobs. Kommt und betrachtet die Werke des Herrn. Welche wunderbaren Zeichen hat er der Erde gegeben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Heute ist euch in der Stadt Davids der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Und dies sei euch zum Zeichen. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe finden. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden, die guten Willen sind. Der Engel mit dem goldenen Haar, er ist verschwunden. Aber seine Botschaft, die ist uns geblieben. Männer, Männer,
Welche Gnade bricht über uns herein. Lasst uns aufbrechen nach Bethlehem und das Kindlein suchen. Ja, dass jeder etwas mitnimmt für das Kind. Viel ist noch nicht genug. Das ist die Frau, der sie die Tür gewiesen haben. Freund, was bedeutet es, dass der Himmel vor uns aufgeschlossen wird und Engel armen Hirten eine so große Botschaft singen? Die grauen Haare zittern vor Freude auf dem Kopf. Macht Musik. Nehmt eure Instrumente, denn nun beginnt ein Fest in aller Welt. Ja. Also ich nehme 2 Schafspelze mit. Ich einen Korb mit Früchten. Ich ein Stück vom Ochsen. Ich eine geweihte Kerze, um Unheil abzuwenden. Und noch 2 Pfund Pfefferkuchen obendrein. Ich nehme mein Lämmlein mit. Das Kind kann damit spielen. Ich bringe ihm meine neue Bärenmütze. Ich schenk ihm diesen Schinken. Oh, Schinken. Lasst uns die anderen Hirten rufen, damit auch sie anbeten. Ja. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Gehen wir zum Kind. Ja. Geboren. Ein Engel hat uns aufgetragen, es zu suchen. Ja, ihr seid recht. Kommt nur herein. Aber das Kindlein schläft. Das Kindlein schläft. Da liegt das Kindlein in der Krippe. Wie schön es ist. Aber das ist ja ein ganz gewöhnliches Kind. Deswegen kommen doch die Engel nicht vom Himmel. Das Große offenbart sie schlicht. Genügt euch nicht, dass Engel kamen. Glaubt ihr noch nicht, dass dieses Kind vor allen anderen begnadet ist? Schweigt und betet. Hendrikje, nimm die Mütze ab. Da, gute Leute, das habe ich euch mitgebracht. Die Butter schmiert auf euer Brot. Wir haben alle was fürs Kind. Ja, für euch auch. Ja, das wird euch gut tun. Nehmt das nur hin. Da, Frau... Das schickt dir meine Mutter. Das schöne Lämmlein. Ich danke dir, Junge. Und in die 2 Schafspelze hüllt ihr das Kindlein ein. Dann hat es immer warm. Wir danken dir. Und diese neue Bärenmütze setzt ihm auf den Kopf. Doch lasst es nicht darin ersaufen. Nein, nein. Das ist eine geweihte Kerze. Die wendet Unheil ab. Ich habe ein Stück vom Ochsen mitgebracht. Der Korb mit Früchten ist für die Mutter und das Kind. Habt Dank. Habt alle Dank. Oh, kein Dank. Wir geben's gern. Habt ihr schon eine Münze in die Wiege gelegt? Eine Münze? Ja, damit das Kind zu Lebtag keine Not zu leiden braucht. Oh, das ist ein alter, guter Glaube. Da, nehmt sie. Und legt ihm Erde in die Wiege. Guten, schweren Ackergrund. Dann wird das Kindlein stark. Ich danke euch. Und vergesst die Mistel nicht. Die bannt böse Geister und hält von Kind und Mutter Leiden fern. Das Kindlein in der Krippe schlägt die Augen auf. Ist es erwacht? Das Kindlein lächelt. Schön. Das war, als hätte der Engel ein zweites Mal gesprochen. Und der Himmel hätte Licht und Rosen regnen lassen. Wir müssen fort. Der Tag bricht an. Die Herden warten. Reißt euch vom Blick des Kindes los. Versenkt die Gnade dieser Stunde tief in eure Herzen. Wir haben den Heiland gesehen. Was bleibt uns noch auf Erden? Nun geht und spielt. O Josef, Josef. Ich ertrinke im Glück. Es ist mein Fleisch und Blut, in das Gott sein Licht gebettet hat.
Ich bin das Tor, durch das er auf die Welt kommt, das Horn, aus dem der Himmel seinen Überfluss ergießt. Und ach, ich bin so klein und nichtig. Das Meer ist aus einem Tropfen Regen geschaffen, der ganze Frühling aus einer Handvoll Erde gewachsen. Es taut Seligkeiten rings um mich und meine Hände triefen vor Gnade. Viertes Geschehnis, das Herodes-Spiel. Da liegt die Majestät Herodes in ihrem weichen Pfühl und schläft unruhiger als ein Bettler auf dem Mist. Wie er grunzt. Das fette Schwein. Ja, ihn quälen hässliche Träume. Der Angstschweiß blinkt ihm fettig auf der Stirn und quillt aus den dicken Poren der königlichen Nase. Meinetwegen braucht Herodes vor Abend nicht aufzuwachen. Wenn er auf ist, gibt es nur Zank, Schläge und Tränen. In diesen Tagen ist er schon gar nicht zu genießen. Das ganze Schloss, vom Minister bis zum Stiefelfixer, hat eine Heidenangst. Denn fremde Könige aus dem Morgenlande haben Boten voraufgeschickt und fragen lassen, wo der neugeborene König wohnt. Gestern hat er der Königin eine Ohrfeige gegeben, weil sie ihm keine Kinder schenkt. Und ich? Ich habe geschlagene 3 Stunden bei Eis und Nordwind im Schlosshof. Verdammter Schnupfen. Guten Morgen, Majestät. Was willst du, Narr? Ich wette, Majestät, ihr habt geträumt. Eure Nase sei ein Pfefferkuchen, eure Zunge ein Messer. Sonst hätte ich euch schon längst guten Morgen gewünscht. Du kannst Träume deuten, Narr? Oh, Majestät. Sag, was bedeutet dieses? Ich wollte Klee abschneiden. Und wenn ich ihn abschnitt, war es Schilf. Oh. Ich wollte es essen. Und es rann Blut heraus. Ach. Das Blut wurde zu Wurst. Und ich musste sie in mich hineinwürgen, bis ich daran erstickte. Oh, das... Oh. Was bedeutet das? Oh. Mein Großvater hat einmal das Nämliche geträumt. Nur umgekehrt. Er ging aus, um Schilf zu schneiden und schnitt Klee, aß ihn auf und anstatt dass Blut daraus lief, lief es aus ihm. Man machte Blutwurst davon und er aß sie und aß 6, 7, 10 Jahre lang, bis er sich selbst aufgegessen hatte. Hier, so wurde er, der mager wie ein Schilfrohr war, fett wie ein Ochse und ihr, der ihr fett seid wie ein Pfingstochse, werdet mager. Schweig, Spuckel, du lügst, du hilfst, du hinweg! Oh! Oh. Ah. Oh. Verdammter Possenreißer! Niemand hält zu mir. Niemand meint es gut. Ich lass euch peitschen. Was für Wetter heute! Diener! Diener! Was für Wetter heute! Niemand rührt sich.
Ich werde euch Beine machen. Ihr sollt zittern. Oh, wartet ihr. Oh, verflucht. Oh, das linke Bein zuerst. Oh, verdammter Narr. Ich lass dir die Ohren abschneiden. Wenn heute Unheil über mein gekröntes Haupt hereinbricht. Nieder! Na! Majestät, soll ich die Waschgeräte bringen lassen? Nein, weg, weg! Ich habe keine Zeit zum Waschen. Nachher. Erst will ich wissen, wo das Hundejunge sein Nest gemacht hat. Eher will ich nicht gewaschen werden. Die Minister! Die Minister! Die Minister, seine Majestät! Die Minister seiner Majestät! Die Minister seiner Majestät! Die Minister seiner Majestät! Die Minister seiner Majestät! Wie kommen wir schon da? Sie sind ja schon da! Sie sind da, Majestät! Die Minister seiner Majestät! Donatus Kups und Grätenhals! Hier sind wir! Jawohl! Majestät befehlen? Ja, Majestät befehlen! Wisst ihr endlich, wo das Hundejunge steckt? Haben meine Gelehrten noch keine Spur von diesem neugeborenen König gefunden? Nicht direkt, Majestät, aber sie haben Tag und Nacht die Bibliothek durchforscht, Majestät. Und nichts entdeckt, natürlich. Natürlich, das heißt noch nichts, Majestät, doch sie hoffen. Man soll sie peitschen, bis sie es entdecken. Wofür bezahle ich sie? Natürlich, wie ihr befehlt, Majestät. Ich kann Majestät beruhigen. Die Professoren sind soeben zu einer Beratung zusammengetreten. Bei Sonnenaufgang hat euer Hoheit Philosoph eine Fußnote entdeckt, die sich, wie die Professoren hoffen, auf das geheimnisvolle Junge bezieht und auf seine Herkunft schließen lässt. Ich habe meinen Rat zu den Gelehrten hingesandt und hoffe, dass er gleich mit guter Botschaft kommt. Ah, gut, Donatus Kops. Wo aber sind die Könige unterdessen angelangt? Antwort! Ich befehle, dass die Könige hierher kommen. Ich will aus ihnen herauspressen, was sie von dem neugeborenen König wissen. Sie dürfen ihn nicht sehen. Wenn sie herkommen, muss er tot sein. Tot. Oh, ich weiß, man will mich entthronen. Komm, Majestät. Entthronen. Die Könige! Schafft mir die Könige herbei! Fürchtet euch nicht, Hort. Auch ohne die Könige bringen wir das Kind in deine Gewalt. Unsinn! Vertröstungen! Wenn die Gelehrten mir nicht binnen einer Viertelstunde sagen, wo das Kind geboren ist, häng ich euch alle auf. Hort. Majestät! Was sprichst du? Na, rede. Ja. So rede doch. Majestät, die Weisen eures Reiches, die im Palast versammelt sind, haben das Forschen nach dem Kinde aufgegeben. Sie haben alle Schriften und Register durchsucht, aber nirgends eine Zeile gefunden, die die Frage der morgenländischen Königsboten bestätigt. Oh. Herr, sei uns gnädig. Sie haben sich vollgesoffen mit meinen Weinen, haben an meiner Tafel geschlemmt und sich in meinen Betten herumgewälzt, diese Säufer und Betrüger. Und jetzt, da sie mir einen Dienst tun sollen, wissen sie nichts. Oh, man soll sie prügeln und einsperren. Ich will ihre Köpfe durch die Stadt tragen und den Hunden vorwerfen lassen. Soldaten! Soldaten! Oh, warum hab ich nicht mehr Soldaten? Majestät. Majestät. Oh. Da liegt er wie ein Sack am Boden. Wasser. Der Herr Doktor. Wasser. Der Doktor, ruft den Doktor. Ruf den Doktor, Narr. Schnell, schnell. Der Leibarzt zu Herodes. Wasser. Der Leibarzt zu Herodes. Der Leibarzt zu Herodes. Der Leibarzt zu Herodes. Ich komme. Ja, so. Das nimmt ein schlimmes Ende. Die fremden Könige bringen Unheil über unser Land. Ist euch wohl, Herr Hoheit? Der Leibarzt. Was ist denn geschehen? Ein neuer Anfall. Es ist die Angst vor dem unbekannten König. Sein Herz schlägt noch. Er gibt Wasser, dass ich ihn besprenge. Sofort. Ja. Ist Wasser. Ist es ernsthaft? Das sieht doch jeder, dass es ernsthaft ist. Die Kräutersalbe. Bitte sehr. Bitte. Pfui Teufel, Doktor. Ein guter Duft. Davon stehen Tote auf. Riecht, Majestät. Der neue König. Der neue König. Er muss sterben. Heute noch. Wer
Tötet ihn. Niemand? Majestät, Hoheit, ich habe einen gescheiten Plan. Lasst in Bethlehem alle Kneblein, die noch nicht 2 Jahre alt sind, töten. Dann ist er gewiss dabei und tut's gleich. Eure Wache steht bereit. Schont euch, Hoheit. Der Anfall von vorhin. Oh, das ist eine göttliche Idee. Die Chroniken werden euren Plan aufbewahren und verherrlichen. Ich gebe euch ein Fest in den königlichen Gärten. Befehl an meine königliche Wache. Sie geht nach Bethlehem. Binnen 2 Stunden sind alle Knaben, die noch nicht 2 Jahre alt sind, tot. Dass keiner ausgelassen wird. Wenn sie zurückkommt, verlange ich Bericht. Wie Majestät befehlen? Sagt, gibt es einen König außer mir? Nein, Majestät. 5. Geschehnis: Das Dreikönigsspiel. Josef, lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kinderlein. Ich grüße euch, gute Leute. Das wünsche ich mir auch. Ein Häuschen, ein bunter Garten und eine Frau darin mit einer Wiege. Ja, ja, das ist Glück und Frieden. Bist du kein Landsknecht? Was führt dich an unseren Gartenzaun? Hab keine Angst, Frau. Seht mein Bündel. Ich hab den Dienst quittiert. Ich hab die Nase voll vom Kriegerhandwerk. Wohin führt dich dein Weg? Zu meinem Vater auf den Hof. Da werde ich Bauer und keines Königs Werber schleppt mich mehr vom Acker fort. Seit uns Herodes ausgeschickt hat, die unschuldigen Kindlein morden, kann ich kein Blut mehr sehen. Das war ein Leid. Und keines ward gerettet? Keines. Die armen Kindlein. Seid ihr nicht auch aus Bethlehem? Ich habe euch da gesehen bei der Schätzung. Ja, wir wohnten in Bethlehem, als Herodes den Mord befahl. Und euer Kind entkam? Ein Engel warnte uns. Ein Engel warnte euch? Ja, nun, da Herodes tot ist, sind wir zurückgekehrt. Gut, dass ihr damals aufgebrochen seid. Josef, was bedeutet dieses Läuten? Das ist der Roland! Flanderns Herz! Bam, 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 bam! Wisst ihr noch nicht? Herodes hat der Schlag getroffen! Seit dieser Menschenschinder bei uns König wurde, war Roland stumm. Das ist ein Jubel und ein Überschwang, als ob die Sonne heller schiene und unsere Äcker schwerer fruchteten. Da kommt Kreuzdeut, der Hausierer. Der wird alles wissen. Er hat seine Nase überall. Was bringst du Neues, Kreuzdeut? Frohe Botschaft, Freunde. Wunderbare Dinge ereignen sich in unserem Vaterland. Habt ihr gehört? Was denn? Kerl, erzähl! Kommst du aus Gent? Und ob ich aus Gent komme? Vorgestern bin ich aufgebrochen. Immer dem Kometen nach. Heute Nacht hat er wieder geschienen. Ein Komet? Der den 3 Königen voranschwebte. Den 3 Königen? Welchen Königen? Erzähl doch, Mensch! Sie saßen auf Kamelen und Elefanten und Männer zogen vor ihnen her, die auf Rohrflöten spielten und mit Fingerspitzen auf langen Trommeln klopften. Was sollen sie in unserem Land? Sie kommen, den neuen König zu suchen. Den neuen König? Ja, einen neuen König. Haben sie ihn denn gefunden? Noch nicht. In der Stadt erzählen sie, dass die schwarzen Kerle nach Nazareth gezogen kommen. Was wollen sie in Nazareth? Ich glaube, die stampfen die Felder rein aus Vergnügen nieder. O Josef, nimm das Kind. Was ist Maria? Still. Erschrick nicht, liebste Maria. Ist es wahr, dass sie Kinder aufessen? Kinder aufessen? Was ihr euch weismachen lasst, Kinder aufessen. Sie schmeißen nur so mit dem Geld. Das Bier läuft in die Gossen. Hinter den ekligen Gesichtern stecken gute Seelen. Wenn Herodes so gewesen wäre, hätten wir hier das gelobte Land gehabt. Bist du nun getrost, Maria? Die
fremden Könige. Mit viel Kriegervolk kommen sie gezogen. Seht die prächtigen Gewänder. Samt und Seide. Und die Musik, die Tiere, seht! Die Tiere gibt es bei uns nicht. Sie müssen weit herkommen. Da rückt der Zug heran. Maria, sie kommen für dein Kind. Für mein Kind? Um deinet und des Kindes willen eilen sie herbei aus ihren heißen Ländern. Es ist ein ganzes Heer. So viel Volk hat unsere Stadt noch nicht gesehen. Sie sind ja schwarz und braun und gelb. Nun machen sie Halt. Die drei da sind die Könige. Sie kommen hierher. Hierher. Das Kriegervolk bleibt zurück. Kreuzdeut spricht mit dem Königin. Er führt sie hierher. Wo ist der Allerweltskerl nicht dabei? Wie werden wir sie nur empfangen? Da liegt die Arbeit noch und das Werkzeug. Landsknecht, hilf mir schnell. Wohin damit? In die Werkstatt. Ja. Ich ziehe meinen Arbeitskittel aus. Seht, edle Herren, dies ist das Haus. Das ist das Kind, nach dem ihr fragtet. Und das sind Maria und Josef, seine Eltern. Seid uns willkommen. Wir grüßen dich, anbetenswerte Mutter. Denn dein Kind ist ein König des Himmels und der Erde und aller kommenden Geschlechter. Wir haben seinen Stern vorausberechnet. Auf unserer Reise ist er uns erschienen. Das Kind, das in deiner Wiege liegt, erfüllt mit seinem Geiste alle Dinge, die wir nicht schauen und schauen. Es ist der Gipfel des Himmels und der Erden. Es ist Gott. Für uns niedrige Diener ist es das Glück des Lebens, zu seinen göttlichen Füßen zu knien und ihm mit unseren ohnmächtigen Worten und geringen Gaben zu huldigen. Nimm die bescheidenen Geschenke, denn alle unsere Länder, unsere Weisheit und unsere Schätze erreichen an Wert nicht ein Härlein von dem Haupte deines göttlichen Kindes. Nehmt diese winzigen Zeichen aus unseren Knechteshänden. Ich heiße Balthasar und regiere die Länder, wo die Gewürze wachsen. Und ich bin der alte König Kaspar. Ich herrsche, wo der Euphrat das Land durchädert und einst das irdische Paradies Düfte und Glück in Fülle ausgoss. 100.000 Maulesel können das Gold nicht tragen, das in meinen Marmorpalästen und hängenden Gärten ruht. Ich bringe dir Weihrauch dar. Und ich bin König Melchior. Ich herrsche über die waldreichen Länder der Tiger und Elefanten. Mein Reich ist so groß, dass wenn es am Rande Abend ist, am anderen die Mittagssonne glüht. Ich schenk dir diesen Kelch aus geschnitztem Elfenbein. Lasst uns das Kind anbeten. Sie hörten Das Jesuskind in Flandern, ein weihnachtliches Hörspiel nach der Erzählung von Felix Timmermans von Karl Jacobs. Es sprachen Maria Käthe Gold, Elisabeth Gisela Mattisent, Josef Adolf Dell, König Balthasar Peter Esser, König Herodes René Deltgen, Hobbewittje sein Narr Hermann Pfeiffer, Pfarrer von Nazareth Hermann Schomberg, Pfarrer von Bethlehem Wilhelm Pilgram. Die Hirten, Kaspar Brüninghaus, Rolf Henniger, Rudolf Terkatz sowie Ernst Hetting und viele andere.
Musik Bernd Alois Zimmermann. Die Regie hatte Ludwig Krämer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1951. Redaktion im WDR Wolfgang Schiffer.